Hello everybody, welcome hier, gute Neuigkeiten übrigens. Ich habe keine Ahnung mehr, was wir gemacht hatten. Aber das hatte ich ja sonst auch nie. Was ich aber weiß ist, wir haben im Livestream ordentlich gefarmt und dies und das und jenes gemacht. Deswegen können wir das hier auf ein 30 ballern und den Rest hauen wir dann hier erstmal noch in Geschick rein. Ne, achso, wer wissen will, wir haben im Livestream 12 Level gefarmt. Sehr, sehr nice. Danke an alle, die dabei waren. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. So. Freunde, aber was können wir jetzt machen? Wir können uns einmal hier mit dem Typen vor dem Refugium nochmal anlegen. Wir können an Lenz Turm können wir nochmal gucken, ob wir diesen Reiter besiegen können. Da hätte ich eigentlich Bock drauf. Erstmal so einen richtig schönen, geschmeidigen Tod. Direkt am Folgenanfang. Guck mal, hier ist übrigens das Teil, wo der Hinweis gewesen wäre, wie wir da reinkommen. Interesting, huh? Okay. Hab ich einen Plan? Natürlich nicht. Doch, klar habe ich einen Plan. Ich hau den weg. Ein Summon können wir hier anscheinend nicht nutzen. Weil dann wäre das Ganze viel zu einfach. Okay. Ihr wisst, Freunde, ich mache das am liebsten zu Fuß. Holy shit! Alter, der hat eine Range, das ist nicht normal! Nicht normal! Vielleicht ist es tatsächlich hier die Kristalle kaputt machen. Irgendwie muss man ja da reinkommen. Ja, und wir wissen ja, jeder Turm hat so ein bisschen... Wait a second. Nee. Ich dachte vielleicht, aber nee. Was ist denn das? Wir könnten versuchen, gegen den Drachen da zu kämpfen. Obwohl ich glaube, dass das ziemlich hart ist. Auf einer Brücke gegen Drachen zu kämpfen.
Aber dann haben wir zumindest gesehen, was der so kann. Und hier hätten wir dann auch Summons. Als ob die uns was bringen, Alter. Was ich hier mache, ist komplett reingeschissen. Noch vom Farmen dieses Farm-Ding angehabt. Damit habe ich... Oh, Scheiße. Come on! Sagen wir unentschieden. Okay. Hier waren wir stehen geblieben. Hier gehen wir weiter. Freunde. Ne? Nur damit ihr seht. Also das bisschen irgendwie was farmen oder so. Das ist jetzt nicht unbedingt so, dass das einen riesen Unterschied macht. Ne? Obwohl wir jetzt deutlich mehr Leben haben. Wir haben jetzt fast 1000 Punkte Leben. Oh shit. Hier ist ein fucking Teleporter. Warte mal, Teleporter hatten wir mal. Wow. Mit so einem Walking Man. Scheiße, hier war auch so einer, ne? Der war hier. Hier. Fuck it. Was soll schon schief gehen? What? Aber wisst ihr, was Fun Fact ist? Wir können ja hier rein jetzt.
Ich weiß bloß nicht. Ich denke, wir sollten vorher noch so ein paar... Hier ist eine alte Fingerleserin. Ich würde gern vorher, bevor wir da reingehen, noch ein paar Sachen irgendwie erledigt haben. Warte mal, das lassen wir. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, wie wir schnell hier hinkommen. Durch das Tor können wir ja, wie gesagt, weil wir haben ja hinter diesen Drachen, intelligent wie wir sind, haben wir einfach, haben wir einfach den Scheiß geklaut. Das sind alles hier geläuterte Ruinen. Das ist wieder so ein Arschhund. Ich finde die Arschhunde sowieso, dass die overpowered sind. Sage ich ganz ehrlich. Wenn ihr auch findet, dass die Arschhunde overpowered sind, hinterlasst dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Wenn ihr der Meinung seid, dass die nicht overpowered sind, dann hinterlasst dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Ich höre doch hier irgendwas. Hallo? Hello? Is someone there? Would you donate any Shabiri grapes in your possession to me? I'm on a pilgrimage in search of the distant light. And when I eat one of those grapes, I can feel the light in the back of my eyes. Hello? Would you donate him on a pilgrimage? Ja, aber ich hab so eine Trauben nicht. Und wir wissen ja mittlerweile auch, dass das keine Trauben sind, du verrückte alte Freak Bitch. Das ist Patches, ne? Das ist der Krabbenkoch. Was ist hier? Lass mal das kurz rausfinden, was da ist. Ach, Leute. Wir müssen auf jeden Fall die interessanten Orte uns angucken, bevor wir irgendwelche großen Entscheidungen machen. Piss off, before I crack you in half. Ja, freundlicher Geselle. Der typische Engländer. Ich hoffe ja, dass wir... Ich denke mal nicht, dass hier auf einmal Löcher im Boden sind. Das wäre krass, Alter. Ja, gut. Holy fucking Sniper, Bitch! Okay, das sieht aus wie eine alte Kirche. Dude, gerade gesehen, wie wenig Leben wir noch hatten. Ich will gar nicht wissen, was das für Froschtypen sind. What the fuck?
Ich hör's. Okay, ist eins für Leben. Okay, zumindest haben wir so ein Handbuch bekommen. Das ist ja auch immer ein bisschen was wert, ne, neue Sachen herstellen zu können. Ah, there you are. You claimed a great rune and had your audience with the two fingers at the round table hole. What was your impression? Es schien mir etwas nicht mit ihnen zu stimmen. Aha. Your intuition serves you well. My doubts had been piling up, you see. The words of the two fingers cannot be trusted. Truly, naught but rambling, senile delusions. I believe that when the Elden Ring was shattered, the two fingers were corrupted, their guidance skewed. Even worse, the fingers harbor no love for our kind. That's the part that irks the most. Oh, I have a gift for you. Something fit only for the wise. Okay. Blutiger Eiterfinger. A means for circumventing the draw of the two fingers. Give it a try, won't you? And if it please you, may we meet again. I've high hopes for you, my lambkin. Be sure to try that finger I gave you. There's no reason to dither. The tarnished were spurned by grace, forsaken by the two fingers. And now they ask you to mend their crumbling world? Your loyalties are misplaced with them. Be sure to try that. I'm quite certain that you'll take to it. Be sure to try. I'm quite certain. Okay. Blutiger. Blutiger. Blutiger Eiterfinger. Versucht eine Invasion der Welt anderer Spieler. Gibt es überhaupt? Be sure to try. I'm quite certain. Das ist so. Eigentlich sollte es doch. Es geht nicht, weil wir nicht Multiplayer machen. Aber irgendwo sollte das hier dann möglich sein. Obwohl wir nicht im Multiplayer sind. Weil wir Singleplayer sind. So viel weiß ich. Aber wie, was, warum? Das weiß ich nicht. Ich guck gerade, ob wir hier... Guck mal, vielleicht muss ich es ausrüsten.
Blutflammenklinge. Das klingt gut, Freunde. Rosenkirche. Müssen wir mal gucken. Vielleicht muss ich's. Ich denke, ich muss mal nachlesen, wie man das machen kann, wenn man nicht Multiplayer spielt. Weil das ist halt eine Quest. Arschloch. Das ist halt eine Quest und ich weiß nicht, wie die Quest weitergeht, wenn wir die Quest nicht erfüllen können. Hier drüben haben wir ja immer noch nicht rausgefunden, wo die Karte sein soll. Ich finde, das Gebiet hier ist sehr, sehr... Aber ich habe euch das ja schon erzählt, wo mein persönliches Problem mit dem Gebiet hier ist. Ja, weil das hier alles so offen ist, könnte halt überall was sein. Und dann habe ich das Gefühl, dass ich definitiv überall was verpasse. Und das ist für mich ein ganz schlechtes Gefühl. Nope. Ja, und hier sind wir dann in diesem ekligen Sumpfteil. Was mich wundert, ist, dass hier nirgends so ein Dings... Point of Graces. Obwohl, jetzt wo ich sage, fällt mir ein, klar hatten wir Point of Grace, Alter. Da ist ja das Dorf der, keine Ahnung, wie die heißen. Das Dorf der Krummfinger. Meine größte Befürchtung ist halt, dass wir ein paar Quests von NPCs quasi für immer unzugänglich machen und dadurch vielleicht ein paar Sachen nicht mehr progressen können. Na, das ist meine Befürchtung. So, warte mal. Aber wir wollten ja da drüben weiter. Wir sind jetzt 50 Mal hin und her. Aber wir wollten ja eigentlich da drüben weiter. Hier, das sieht interessant aus. Die Teile sehen interessant aus. Das sieht interessant aus. Das können wir jetzt mal abarbeiten. Ah, die Puppen? Die Puppen belagern uns. Mhm. Dann lass die Puppen tanzen. Oh shit. Da kämpfen welche. Hallo.
Oh shit. Nein, 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 nein! Puh. Doch. Von irgendwo da oben. Die gesehen, der hatte auf einmal so ein riesiges Schwert im Rücken stecken. Falkenschnabel. Kristallwurfpfeile. Ich glaube, die Kristallwurfpfeile, das habe ich schon irgendwo gesehen gehabt. In irgendeinem Gameplay-Video damals. Und zwar, wenn man die auf einen Gegner wirft, dann greift der Gegner für eine gewisse Zeit einfach alles um sich herum an. Besonders gut, wenn man halt vielleicht einen Boss hat, wo mehrere Typen da sind. Ich glaube, sowas hätten wir gebrauchen können, wo wir gegen die zwei Wachhunde gekämpft haben, die ja definitiv keine Wachhunde sind, sondern Katzen. Wachkatzen. What? Rhea Lucaria, heilige Hallen, die dem Studium der Magie gewidmet sind. Warum bleiben mir die Türen verschlossen? Darf ich die steinerne Krone nicht tragen? Steinerne Krone. Wait, gibt's eine Krone? Können wir wieder der König der Narren sein? Ah, fucking Bär. Nice. Ja, wir haben ja eine goldene Saat, aber ja. Okay, Freunde, aber was wir auch haben, ist das Ende dieser Folge erreicht. Ey, hinterlass mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar.
hier geht's spannend weiter, auch wenn wir nicht wirklich wissen, wo es weitergeht und warum. Ja, ich bin auch wieder dabei. Bis dahin, schönen Tag dir. Bye, bye.